Erwähnen, was sagen Sie, was für Beispiele kennen Sie, wo es gut funktioniert, wo was zu tun ist, was Ihnen bereit ist. Barrierefreiheit ist die wichtigste Schlüssel für die Ermöglichung eines selbstbestimmten Lebens und die Chancen für die Teilhabe in allen Lebensbereichen. Und das Thema Barrierefreiheit wird in Wien sehr ernst genommen. Und das ist wichtig und so. Das zeigt sich zum Beispiel, dass Menschen mit Behinderungen und deren Interessensvertretungen in der Umsetzung der Barrierefreiheit in Wien ganz eng eingebunden werden. Wir, der österreichische Behindertenrat, aber auch die Interessensvertretung für Menschen mit Behinderungen, deren Vorsitzender ich bin, werden zum Beispiel in den Wiener Stadtplänen zur Umsetzung von Barrierefreiheit sowie bei neuen und bestehenden Angeboten der Wiener Stadtwerke, zum Beispiel der Wiener Linien, ganz selbstverständlich eingebunden. Und unter dem Motto, nichts über uns, ohne uns, wird in Wien auch die Mitsprache und die Partizipation ganz stark gefördert und auch gelebt. Und hier gibt es einige Beispiele, zum Beispiel wir, die Wiener Interessensvertreter für Menschen mit Behinderungen, sind ein gesetzlich legitimiertes Beratungsorgan, also zur Beratung der Landesregierung. Und können somit unsere Anliegen selbst und direkt an die Wiener Ansehung herantragen. Weiteres Beispiel, selbst betroffene Menschen im Kundenrat, das Bewusstsein Wien, vertreten selbst Interessen der rund 9000 Kundinnen und Kunden, das ist für sie, aber auch das Projekt inklusive 2030 gilt als Musterbeispiel. Gemeinsam mit Menschen mit Behinderung soll Inklusion in Wien bis zum Jahr 2030 noch besser gelingt und weiter ausgebaut werden. Damit können wir selbst unsere Ziele und Maßnahmen in Richtung Inklusion als einer Stadt für alle führen sollen. Ein weiteres Beispiel, wo es gut gelingt, das Leben für viele Menschen mit Behinderungen wesentlich zu verbessern, ist die Wiener Mindestsicherung. Ist die gute Bindung hier absolut vom Leistungsumfang Höchstleistungsumfang ganz Österreich. Und aber auch die Förderung von wichtigen Angeboten für und von Menschen mit Behinderungen sowie die Förderung von Selbsthilfegruppen verbessern die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen und auch von Menschen mit Krankheiten und Wien erheblich. Ja, ich war beruflich in den letzten vielen Jahren in der Gewaltprävention tätig und in dem Zusammenhang immer wieder mit unterschiedlichsten Gruppen, auch mit Menschen mit Behinderungen. Das ist, glaube ich, was auch da mein Eindruck ist, da ist es in den letzten Jahren gelungen, unterschiedliche Projekte auf Schiene zu bringen, mit der Agentur Sonnenklar, mit den Kirchenreichsschlichterinnen, aber auch mit Kinderberatungsstellen, zum Beispiel für Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Also das ist mal ein großes Anliegen, an dem wir eigentlich seit vielen Jahren dran gehen. Und seit ein paar Monaten eben in der Funktion als Vorsitzende von der Kommission habe ich mit der ganzen Bandbreite zu tun, was eben die Behinderung in Wien betrifft und sehe, dass sehr vieles in den letzten Jahren und Jahrzehnten gelungen ist und sehe auch, dass es noch sehr viel zu tun gibt.
ein bisschen was man versucht herauszusuchen, zum Beispiel beim Thema Wohnen haben wir die letzten 20 Jahre die Plätze von betreuten und selbstbestimmten Wohnen um 52% erhöht in Wien. Es hat vor einem Jahr auch eine Befragung gegeben, wo über 2000 Menschen mit Behinderung befragt wurden, wie zufrieden sind sie mit welchen Angeboten, und da sagen fast 70% der Befragten, dass sie mit der Wohnsituation sehr zufrieden sind. Aber auch im Bereich der Arbeit und der Qualifizierung gibt es sogar ganz viele Maßnahmen, die, glaube ich, in die richtige Richtung laufen, wo es darum geht, Weiterbildung, Qualifizierung, auch insbesondere was junge Menschen betrifft, mit der Koordinationsstelle Jugend, Bildung und Beschäftigung voranzubringen. Auch da gibt es große Zufriedenheit bei den Befragten. 3/4 aller sagen, dass sie sich wohlfühlen an ihrem Arbeitsplatz. Andere Bereiche, wo ich glaube, wo wir auch in die richtige Richtung gehen, aber es offenbar ist, dass da auch noch ein großer Weg zu gehen ist, zum Beispiel was den Kindergarten oder die Kinderbildungseinrichtungen eigentlich betrifft. Auch da haben wir in den letzten 20 Jahren die Plätze verdoppelt, aber es sind immer noch viel zu wenige. Es ist sicher ein Bereich, der sich nicht ganz leicht lösen lässt. Gerade im Mitglied ist auch mit Personalsituationen in unterschiedlichen Zusammenhängen ausschaut. Aber man sieht, wenn man nur die städtischen Kindergärten sich anschaut, die machen nur 30% der Kindergärten in dieser Stadt aus, aber haben 95% der inklusiven Kindergartenplätze. Und nicht zu wiederholen, was der Klaus schon angeführt hat, vielleicht ein Bereich noch herausgegriffen zum Thema Barrierefreiheit. Da geht es ja nicht nur um bauliche, schon auch, aber nicht nur um bauliche Fragen, sondern eben auch um barrierefreie Kommunikation, um Sprache, um einfache Sprache, um Dolmetsch. Da tut sich, glaube ich, auf den unterschiedlichen Ebenen der Stadt ganz, ganz vieles, was jedenfalls im Bundesländervergleich sich herzeigen lässt. Und gleichzeitig wissen wir, es gibt noch ganz, ganz vieles, wenn wir die Behindertenrechtskonvention erst nehmen, wo noch viele Schritte sind. Das ist das größte Potenzial, sehe ich ganz klar, im Bildungsbereich. In der Zukunft. Bildung ist Voraussetzung für ein chancengleiches und Leben und chancengleiche Zukunft. Doch leider bleibt die gesicherte Bildung vielen Kindern und Jugendlichen Bildungen verwehrt, weil keine chancengleiche Schulassistenz angeboten wird. Insbesondere die Ablehnung des 11. Schuljahres ist besonders immer noch ein großes Problem. Es gehen aber auch Kindergartenplätze für Kinder mit Behinderungen gar mit ihren Eltern. Und sie haben bei Mütter, alleinerziehende Mütter, keine anderen Nachrichten. Und es führt letztlich auch zu, oder kann letztlich auch zu Existenzproblemen führen. Und auch wenn ich die Barrierefreiheit heute schon sehr gelobt habe, ist diese auch noch ausbaufähig. Denn noch immer sind Geschäfte, Restaurants, Veranstaltungslokale, Kultur- und Sportstätten, Schattengärten, was auch immer, nicht für alle Menschen in der Umwelt zugänglich. Und bei der gibt es auch sehr oft keine barrierefreien Medizinern. Auch in öffentlichen Raum, wie es an barrierefreien Zehnern. Und Wien hat bereits eine sehr gute Grundversorgung in den beiden Lebenssäulen Wohnen und Arbeit erreicht. Langfristig sollten aber auch diese Angebote schrittweise inklusiver werden. Das heißt zum Beispiel, dass Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen sich genau die Wohnform und genau die Beschäftigungsform aussuchen können, in der sie gerne wohnen, in der sie gerne leben, in der sie gerne arbeiten möchten. Und vor allem aber in der dritten Lebenssäule, nämlich im Freizeitbereich, ist noch viel zu tun. Einerseits müssen Freizeitangebote für alle möglich und leistbar sein, damit sie auch
wirklich inklusiv sind. Andererseits gibt es natürlich auch weiterhin die Förde- und Weiterangebote für ganz spezielle Zielgruppen geben müssen. Und zum Abschluss ein Satz noch bitte. Ein ganz wichtiger Faktor zur Förderung von Inklusion ist, dass alle Menschen mit Behinderungen die persönliche Assistenz benötigen, um selbstbestimmt leben zu können, diese auch erhalten. Das bleibt unabhängig von der Behinderung und in allen Lebensbereichen. Sei es in der Schule, in der Arbeit oder auch im privaten Bereich. Ja, damit Noch eine kurze Abschlussrunde. Willkommen. Ja, ich bin jetzt sehr beeindruckt und was mich aber noch mehr beeindruckt hat, ist, dass das eine Auswahl von 15 Videos aus 400 Projekten ist. Das ist eine wahnsinnige Zahl. Das ist extrem viel und ich muss auch dazu sagen, um eine inklusive Gesellschaft herstellen zu können, ist es auch total wichtig, schließlich viel freiwillige Arbeit zu machen, wirklich in allen Lebensbereichen irgendwie die Möglichkeit zu geben, dass Menschen mit Behinderung teilhaben können. Es kann nicht immer alles von oben angeordnet werden. Diese Initiativen sind so wertvoll, die bringen so viel, weil sie nämlich direkten Kontakt mit den Menschen herstellen. Und Inklusion bedeutet nichts anderes, als dass Menschen teilhaben können, und zwar überall in allen Bereichen. Deswegen finde ich solche Initiativen wunderbar. Wenn man anschaut, irgendwie diese Videos, ich kenne natürlich einige davon, sind auch bei einigen in der Förderung drin, aber ich finde es noch begeisterungswürdiger sogar, dass es Initiativen gibt, wo wir nicht in der Förderung sind, wo sich Menschen zusammenfinden und gemeinsam Projekte machen, auch gemeinsam Projekte machen für Menschen, damit sie einfach teilhaben können. Vielen Dank. Ich kann mich anschließen, also ich bin wirklich begeistert, ein sehr, sehr tolles Projekt, das gelungen ist, dass die ganze Artenheit, die Vielfalt, die Buntheit, die Angebote vorstellt, dass man die gibt, zumindest einen kleinen Teil davon, und kann Ihnen allen wirklich sehr gratulieren und glaube, dass es eine gute Möglichkeit ist, dass es gibt, auch bekannter zu machen und für viele andere sichtbar zu machen und von den Themen eben klar zu machen, es geht sozusagen um das ganze Leben, von Bildung bis Freizeit, von Vernetzung, vom Profitieren, von dem Wissen der anderen und den Experten und Expertinnen, die sie sind, bis hin zu dem Kampf gegen Diskriminierung, die im Alltag immer noch stattfindet. Also ich bin sehr beeindruckt und freue mich schon auf die Verleitung. Herr Wiedler, ein erstes Feedback von Ihnen für diese großartige Arbeit. Ich habe die Videos präsentieren für mich sehr eindrucksvoll. Die Vielfalt der Angebote für und von Menschen mit Behinderung. Sie zeigen, wie Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen in Wien völlig normal und selbstverständlich stattfinden. Und diese Videos haben mich ganz stark an den Werbeslogan, Werbespruch erinnert, der hat damals gelautet, miteinander findet statt. Denn miteinander bedeutet Inklusion. Und Inklusion bedeutet ein selbstbestimmtes Leben mitten